Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man einen Winkel zeichnet. Dazu brauchen wir wieder ein paar Symbole. Unter 1 fügen finden wir das Textfeld und das Textfeld fügen wir zum Schnellzugriff hinzu. Und dann brauchen wir noch ein paar weitere Befehle. Und unter alle Befehle kann ich jetzt hier einmal den geraden Verbinder hinzufügen und dann den geraden Verbinder mit Pfeil, den brauchen wir auch später nochmal. Und dann, wenn ich B eintippe, finde ich hier nochmal den Bogen und die Sachen ordne ich jetzt nochmal ein bisschen weiter nach oben zum Rechteck, dann kann ich mich besser orientieren und dann noch den Bogen nach oben und schon kann ich loslegen. Als erstes lasse ich mir erstmal wieder meine Gitternetzlinien anzeigen und zeichne eine Linie von 5 cm. Und die färbe ich dann einmal schwarz ein und nehme 3/4 an Dicke. Und dann kann ich diese duplizieren mit der Steuerungstaste. Das ist ein bisschen frickeliger manchmal. Zack, lege ich die nach oben und kann jetzt hier diese Linie anklicken und dann bei Drehungsoption 50 Grad Drehung einstellen. Weil ich nach links drehe, mache ich hier einmal ein Minus vor. Und jetzt kann ich hier dies einmal ein wenig verschieben und sehe, das passt zur Not. Kann ich eventuell noch, wenn das nicht passt, mit den Cursor-Tasten hin und her schieben und dann sehe ich, das springt immer in meinen Rasterabständen, kann aber dann mit der Steuerungstaste, wenn ich die gedrückt halte, mit den Cursor-Tasten sehr, sehr genau arbeiten, sodass das dann auch immer klappt. Hier muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, zack, noch ein bisschen. Und jetzt sollte das passen. Und jetzt füge ich noch einen Bogen hinzu. Und den füge ich jetzt einmal mit der Shift-Taste ein, wenn ich das zeichne. Die drücke ich, die Shift-Taste. Und jetzt kann ich meinen Bogen ziehen und weiß auch immer, dass der dann immer gleichmäßig gezeichnet wird. Den verschiebe ich jetzt einmal hier auf den Mittelpunkt. Und jetzt kann ich hier diesen Bogen ein wenig verstellen, zoome ein bisschen heran, das sieht gut aus, dann möchte ich den auch gerne auf schwarz haben und auf 3/4 Stärke und jetzt möchte ich noch einmal einen kleinen Text hinzufügen, dazu zeichne ich jetzt ein Textfeld und schreibe hier 50 Grad rein. Den Text gestalte ich ein wenig kleiner und dann möchte ich einmal die Linie hier weiß haben und kann das jetzt hier hin verschieben. Jetzt liegt das oben drauf und hier kann ich dann sagen, ich möchte, dass das in den Hintergrund gestellt wird und jetzt kann ich auch mit den Cursor-Tasten genau arbeiten. Ich kann hier auch das ein wenig drehen und mit den Cursor-Tasten dann verschieben und wenn ich dabei dann die Steuerungstaste gedrückt halte beim Verschieben mit den Cursor-Tasten, kann ich sehr genau arbeiten und jetzt möchte ich das gesamte Gebilde noch einmal gruppieren und dazu versuche ich mal alle Linien zu greifen. Ich sehe hier, die ist nicht mitgegriffen worden. Ich kann jetzt hier einmal mit dem Mauszeiger rübergehen und wenn ich jetzt die Steuerungstaste drücke und hier raufklicke, dann sehe ich, ist das in meiner Auswahl hinzugefügt worden und kann jetzt dann das gesamte Gebilde gruppieren und anschließend dann bei mir in den Building Blocks hier als Schnellbaustein abspeichern, als Winkel und achte wieder hier drauf, dass es unter Normal abgespeichert ist, also unter dem Normal, unter der Normalvorlage und schon kann ich dann in jedem Dokument immer ganz schnell auf einen Winkel zugreifen und den dann eventuell abändern.
Ja. Soweit, so gut. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.